Moin! Herzlich willkommen zurück hier zur nächsten Ausgabe Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach Map 2.1 und ihr ratet es, ohne Gräben. Ja, wir sind hier unterwegs mit unserem neuen MAN-TGS Pritschen LKW mit Anhänger und ja, wollen wir ein bisschen was schauen? Wir sind auch parallel noch immer noch am Ballen, Sammeln, Einlagern, wie auch immer. Mal gucken, wie weit das noch funktioniert. Hab ja für das nächste Mal dann auch schon ein paar Konzepte. Ich weiß, ich hätte die Göweil mit Cosplay auf die Position fahren sollen, damit die dann immer wieder reproduzierbar ist. Diese Position ist richtig, habe ich falsch gemacht. Ich habe auch einen Fehler gemacht beim Kurse einfahren, dass ich da Kurse gelöscht habe inzwischen. Das war auch dämlich von mir, aber lässt sich nicht rückgängig machen. Ja, gestern kein Livestream, heute kein Livestream. Vielleicht, oder also eigentlich geplant, nächstes Wochenende wieder Livestreams. Freitag versuche ich, kann ich noch nicht versprechen. Samstag, aber gehe ich mal ganz fest von aus. Also ich sag mal, Freitag würde ich jetzt sagen, die Wahrscheinlichkeit liegt so bei 80% im Augenblick. Das kann ich euch dann kurz vorher noch genauer sagen. Weil es sein kann, dass ich weg muss. So, ich möchte jetzt mal eben hier was gucken, was erledigen. Einige von euch, die letzte Woche Samstag den Livestream geguckt haben oder auch Sonntag, die haben es vielleicht schon gesehen. Die anderen wissen nicht, warum ich jetzt das mache, was ich jetzt vorhabe. Lasst euch einfach mal überraschen. Gucken. Das gehört also auch noch alles zu Tests, sowohl hier von diesem Fahrzeugpaket, was ja zum Download kommen wird. Dieses Wochenende auf gar keinen Fall, vielleicht zum nächsten Wochenende hin, mal gucken. Ich will erst noch ein bisschen ein paar Tests abwarten. So, erstmal möchte ich Paletten laden können. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt noch Pallet-Paletten drin sind. Ich schalte mal vorsichtshalber Autoload an. Ja, da sind welche drin. Jede Menge sogar. Was heißt jede Menge? 22. Und die sind ausgelagert. Die letzten beiden kommen da nicht mehr drauf, die kommen hinten drauf. So. Und da sind sie. Und ich verkaufe die noch nicht. Ich stelle die jetzt erstmal hier hin, es sei denn, ich kriege jetzt irgendwo richtig Asche für Pellets. Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Palettenverkaufhafen, da will ich auch gar nicht ganz hin. So. Machen wir als nächstes. Nächstes besorgen wir uns hier vorne Fahrzeug. Hier diesen Hakenlift. Jetzt gar nicht so doof, ne?
weiß gar nicht, wie viel da reinpasst. Ich weiß auch gar nicht, wie viel da jetzt drin ist. Ich möchte, dass da 500.000 reinpassen. Nur, das wäre ein bisschen wenig. Egal. Ich fahre hier zu diesem platzierbaren Pelletlager. Oder mal Pellets. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin sind. Ich weiß auch gar nicht, ob die ohne Anzeige ist. Wir holen mal raus, was rauszuholen ist. Ich will das Ding noch nicht weg haben. Das war vielleicht gar nicht so klug, das da schon voll zu machen. Dann hätten wir auch noch was hinfahren können, aber egal. Und wieder weiterfüllen. Ich hoffe, dass ich am Hofsilo noch was davon drin habe, damit hier nicht die 367.000 hier drin sind. Kriege ich ja nie raus in der 8-Wagen-Ladung. Ja, ich sehe die ganzen Cosplay-Meldungen. Ich kümmere mich. So, den kriege ich schon gar nicht mehr ganz hier rein. Naja, 500.000 ist Schluss. So ein Mist. Folgendes. Holen wir uns die Anhänger noch dazu. Ich will das Lager so leer wie möglich kriegen. Weil das weg soll. Das sieht nicht schön aus. Also zumindest passt es hier nicht hin, sagen wir es so.
Jetzt habe ich alles an Kapazitäten belegt, was ich hier habe. Jetzt kann ich da auch nichts mehr dran ändern. Weg hier. Irgendwo hinstellen, wo es nicht stört. Lass mal hier. Sofort abfahren. Scheinbar nicht. Ja. So, da haben wir unseren neuen. Und jetzt muss ich nur noch Anhänger suchen. Ruckel, ruckel. Da fehlt was. Sehe ich gerade. Ja, da muss ich nochmal bei. Also das ist hier aus dem neuen Transportpack, was es von mir geben wird. Der Transporter, aber ihr seht hinten, da hängt eine Anhängerkupplung in der Luft. Aber die Stoßstange an sich fehlt. Natürlich ärgerlich. Sollte so nicht sein. Muss ich mir anschauen. Aber das ist eine Kleinigkeit. So, der ruckelt ganz schön. Schade. Weiß nicht, ob es am Mod liegt oder... Aber das werden wir alles erörtern, bis wir denn soweit sind. Was ich erst einmal gucken möchte. Erst einmal hier... Schauen, wie viel jetzt noch im Silo hier drin ist an Hackschnitzeln. Ob hier Hackschnitzel drin sind, das kann gut sein. Doch, Hackschnitzel. 266.000 sind da drin. Da unten sind nur noch 5.000 drin. Für die 5.000 fahre ich da jetzt nicht runter. Die nicht. So. Jetzt sind wir hier. Was kommt jetzt? Gehen wir in den Shop. Garage. Und dann nach hinten. Okay, hinten geht's gar nicht. Lager kaufen. Zack. Hackschnitzellager ist weg. Pelletlager von mir. Verkaufen. Auch weg. Und wenn ich jetzt gucke, hier wieder Platz. Yippie. Aber nicht mehr lange. Also wie gesagt, wer Livestream Samstag oder Sonntag, ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was hier ist. Oh. Ja, da habe ich das falsche Bild ausgetauscht. Ja, okay. Das ist jetzt nur, ist nicht schön, aber nicht zu ändern. Ärgert mich ein bisschen, aber egal. Ich baue mir ein Zwischenlager für alle möglichen Palettensorten. Und das baue ich mir schön hier hin. Leider im Moment nur für Paletten. Ich wollte da eigentlich auch noch ein Hackschnitzellager mit einbauen. Aber das funktioniert nicht. So. Und das Bild, was ihr gerade gesehen habt,
Das ist eigentlich hier die Übersicht, die hier hin soll. Die habe ich nämlich neu gemacht, weil Hackschnitzel passt ja nicht. Deswegen habe ich die Hackschnitzel da rausgenommen. Ja, habe ich bloß leider falsch ausgetauscht im Mod. Und das ist nämlich ein kleines Zwischenlager, welches ich erstellt habe, welches auch zum Download kommt. Wir testen das noch. Deshalb fragt mich noch nicht genau, wann. Also das hier gehört jetzt auch zum Testen. Wir haben das schon im Multiplayer getestet. Oh, die sind schon mal weg. Die sind auch weg. So, und wenn ich dann hier hingehe, dann seht ihr nämlich auch die Kapazitäten und was das alles lagern kann. So. Zur Seite. Ach nee, das seht ihr natürlich nicht, weil ich das Schild ja noch nicht ausgetauscht habe, weil ich das ja falsch gemacht habe. Pallets 22, also Pallet-Paletten. Normal, also, ja, Paletten-Paletten sozusagen, Leerpaletten. Bretterpaletten, Blumenkohl, Rotkohl, Salat, Tomaten und Stoffrollen. Paletten jeweils kann ich hier lagern. Von jedem Typ 100 Stück, außer von den Bretterpaletten. Von den Bretterpaletten kann ich nur 50 lagern. Ihr könnt nicht in das Gebäude reingehen, Tür auf oder so geht nicht. Ihr seht die Paletten daher auch nicht. Ihr müsst also glauben, dass die da sind. Ja, hat aber auch den Vorteil, pressen null Performance, weil die einfach nur noch jetzt in der Datei existieren. Und wenn ihr auslagern wollt, drückt ihr R. Und dann habt ihr hier das Menü. Könnt dann die verschiedenen Paletten. Ja, das ist hier noch von der Beschriftung falsch. Ich weiß, da muss Bretterpaletten stehen. Und Pallet. 22 Paletten habt ihr da. 20 könnt ihr maximal gleichzeitig auslagern. Ich lagere jetzt mal 6 Stück aus. Zack. Und dann stellt ihr die hier oben auf die Rampe. Er stellt also 10 Stück hintereinander. Und dann macht er eine zweite Lage auf. Und ja. Das ist das kleine Zwischenlager hier. Ihr habt hier hinten auch noch eine Rampe. Die will ich noch wegmachen. Ich habe bloß das Modell noch nicht verarbeiten können. Weil das nimmt eigentlich nur Platz weg. Die brauchen wir nicht. Ich meine, die stört jetzt hier auch keinen, aber eigentlich braucht man die nicht. So, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dem Zwischenlager. Weil ich kann hier unten, kann hier also im Prinzip alles lagern, außer Hackschnitzel, was hier unten auch produziert wird. Ja, alle Produktionen, egal ob aus den Gewächshäusern, außer Weberei, kann ich alles hier zwischenlagern. Und ich brauche nicht jedes Mal wegen 20 Paletten hoch zum Zentrallager fahren. So, ich kann das hier schön lagern und kann das dann nachher, wenn ich viel mehr habe, alle zum Zentrallager bringen oder von hier aus verteilen. Bei mir war es ja immer so, ich hatte gerade bei Leerpaletten, hatte ich immer ewig was rumstehen. Sah hier aus wie Fressen und Saufen, sagt man so schön. Und ja. Das muss ja nicht sein. So, und wieder eingelagert. Cool. So, wir haben aber auch schon lange überzogen. Viel, viel, viel zu lang heute schon wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaut heute Nachmittag noch wieder rein in der nächsten Folge. Ansonsten morgen natürlich, nächste Woche ganz wie gewohnt. Ich bedanke mich bei euch und sage ciao.